Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick in die Zukunft und in die spannenden Neuerscheinungen aus dem April, beziehungsweise für den April. Alle Bücher, die ich euch vorstelle, findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal rein, da findet ihr auch den Leseklub und den Hörgenuss und meinen Podcast und ja, alle Infos irgendwie, immer alles unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei und sollte euch eins der Bücher besonders interessieren, ja, dann könnt ihr hier weitere Infos einsehen und ja, ich denke, wir starten, denn es sind doch ein paar Bücher geworden, die ich mir für den April herausgesucht habe. Ich fand tatsächlich, dass der April ein bisschen stärker war als der März. Das hat mich ein bisschen gewundert, gerade auch, weil ja der März der Buchmessemonat war. Aber ja, dennoch sind einige Bücher jetzt auch im April bei mir auf der Wunschliste gelandet. Wir beginnen mit dem 1. April und zwar einem Buch von Cassie McQuiston und zwar ist es Royal Blue. Und dieses Buch habe ich, ich glaube, bei Ruth schon im Englischsprachigen sozusagen gesehen. Ich fand sehr merkwürdig, dass man das Cover geswitcht hat, denn ich glaube, ursprünglich ist dieses Cover rosa im Hintergrund gehalten und aus irgendeinem Grund hat man in Deutschland jetzt beschlossen, man macht es blau. Ja, man könnte jetzt sagen, es macht irgendwie Sinn, denn es geht ja um eine Geschichte über zwei junge Männer, die sich lieben. Deswegen macht das blau vielleicht gendertechnisch irgendeinen Grund. Aber ich weiß nicht, ich fand es rosa irgendwie frischer. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, bis dieser Switch gekommen ist. Und ich dachte, wieso ist es jetzt blau und nicht rosa? Aber darum soll es gar nicht gehen. Cover sind ja, na, man soll ja ein Buch auch nie verurteilen, weil irgendwas mit dem Cover nicht stimmt. Ja, der Klappentext heißt ganz schön, was wäre, wenn die Liebe die Welt verändern könnte? Der Kronprinz und der Sohn der Präsidentin. Als seine Mutter zur ersten Präsidentin der USA gewählt wird, wird Alex Claremont Diaz über Nacht zum Liebling der Nation. Attraktiv, charismatisch, clever, ein Marketingtraum für das Weiße Haus. Nur auf diplomatischer Ebene hapert es bei Alex leider ein wenig. Bei einem Staatsbesuch in England eskaliert Alex schwelender Streit mit dem britischen Thronfolger Prinz Henry. Als die Medien davon Wind bekommen, verschlechtern sich die Beziehungen zwischen den USA und England rapide. Zur Schadensbegrenzung sollen die beiden jungen Männer medienwirksam ihre Versöhnung vortäuschen. Doch was, wenn Alex und Henry dabei feststellen, dass zwischen ihnen eine Anziehung existiert, die über eine Freundschaft weit hinausgeht? Plötzlich steht nicht nur die Wiederwahl von Alex' Mutter auf dem Spiel. Die amerikanische Journalistin und Autorin Cassie McQuiston hat mit Red, White and Royal Blue die Bestsellerliste in den USA im Sturm erobert. Und ich glaube auch, dass das wirklich eine sehr coole Geschichtenidee ist, dass wir hier einfach mal so, ja, auch was mit diesen Weltenoberhäuptern irgendwie haben. Wir haben hier eine amerikanische Präsidentin, wir haben hier einen Thronfolger und auch das Königshaus aus England. Beides ja eher sehr, sehr konservativ. Und da treffen sich die beiden Jungs und irgendwas verbindet die. Und ich finde das irgendwie eine sehr coole Geschichte, nicht nur unter dem Aspekt einer Liebesgeschichte, sondern auch grundsätzlich ist diese Geschichte super spannend. Ich weiß gar nicht, ob es das im wahren Leben gibt, dass sich die Töchter, vielleicht damals noch von Clinton, die Töchter waren ja ein bisschen älter, irgendwie mit dem Königshaus in England verbunden haben, ob es da Treffen gab, ob die sich unterhalten haben oder ob das wirklich eher alles nur auf der nächst höheren Ebene stattfindet. Ich finde die Geschichte total spannend und sehe darüber auch hinaus, dass man von rosa auf blau geswitcht ist, was meiner Meinung nach einfach nur diesen, ja, Geschlechter-Gender-Touch haben kann. Aber da könnt ihr mir eure Gedanken ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf den 1. April. Ich finde, das ist eine mega coole Idee und bin gespannt, ja, wie diese beiden Welten dann irgendwie zusammengebracht werden. Also dieses Weiße Haus und das Königshaus. Finde ich mega spannend. Auch am 1. April erscheint, ja, wieder eine Liebesgeschichte von Emily Henry, verliebt in deine schönsten Seiten. Wie schreibt man einen Liebesroman, wenn die eigene Beziehung gerade in die Brüche gegangen ist? In einem idyllisch gelegenen Strandhaus hofft die New Yorker Romance-Autorin January, ihre Schreibblockade zu überwinden. Denn der Abgabetermin für ihren neuen Liebesroman rückt unerbittlich näher. Gleich am ersten Abend beobachtet January eine wilde Party bei ihrem Nachbarn, der sich ausgerechnet als der arrogante Gast herausstellt, mit dem sie vor Jahren einen Schreibkurs besucht hat. Als January erfährt, dass Gus ebenfalls in einer veritablen Schreibkrise steckt, seit er sich vorgenommen hat, den nächsten großen amerikanischen
amerikanischen Roman zu verfassen, hat sie eine ebenso verzweifelte wie geniale Idee. Sie schreiben einfach das Buch des jeweils anderen weiter. Ein Experiment mit erstaunlichen Folgen. Und das finde ich einfach super spannend, hier das Autorenleben sozusagen zu lesen. Ich glaube, für uns Leser gibt es ja oftmals nichts Spannenderes, als im Grunde Autoren in Action zu sehen und sei es nur in einer Geschichte. Und da kann natürlich auch sehr viel Autobiografisches drinstecken, aber die Idee, dass man hier vielleicht wirklich einen Romanschreiber hat und eine Liebesromanschreiberin und die switchen einfach mal ihre Geschichten und schreiben weiter oder verändern was, die finde ich mega interessant, kann man sich natürlich auf unser wahres Leben auch so ein bisschen übertragen, wie man da als Kombination spannend fände. Und ich glaube, dass das nicht nur eine schöne Liebesgeschichte ist, sondern auch so eine tolle Lebensgeschichte und natürlich auch für uns Bücherfans auch eine tolle Autorengeschichte. Und wir hier Autoren, wenn auch nur fiktiv, auf jeden Fall auch ein bisschen näher kommen. Und dementsprechend, ja, spricht mich diese Geschichte auch sehr an. Dann tatsächlich noch ein Liebesroman. Meine Güte, was ist denn hier im April los? Am 21. April erscheint von Lyssa K. Adams The Secret Book Club, ein fast perfekter Liebesroman. Das ist der Auftakt einer Trilogie, wenn mich nichts täuscht. Und die erste Regel des Book Clubs lautet, ihr verliert kein Wort über den Book Club. Und jeder, der Fight Club kennt, der kennt diese Regel. Und das ist schon, ja. Es ist nämlich hier ganz anders, als man denkt. Es ist keine klassische Liebesgeschichte und der Klappentext verrät relativ schnell, warum. Die Ehe von Profisportler Gavin Scott steckt in der Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Thea geht. Und das darf nicht sein. Thea ist die Liebe seines Lebens und er versteht verdammt nochmal nicht, was passiert ist. Eigentlich müsste sie sich bei ihm entschuldigen. Gavin ist ratlos und verzweifelt, bis einer seiner Freunde ihn mit zu einem Treffen nimmt. Einem Treffen des Secret Book Clubs. Hier lesen und diskutieren Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie sollen Liebeschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten? Doch die Lektüre überrascht ihn und Thea steht eine noch viel größere Überraschung bevor. Und diese Idee, dass da erwachsene Männer sitzen, die glauben, dass ein Liebesroman ihnen bei ihrer Beziehung hilft, weil man dann Frauen besser versteht, finde ich großartig. Nicht, dass das wirklich funktioniert, weil ich sehr selten Protagonisten in Liebesgeschichten finde, die mir sehr ähnlich sind. Aber diese Idee, ich finde das großartig. Und allein dieses verliere kein Wort über den Book Club. Ich bin jetzt schon amüsiert und habe das Buch noch nicht mal gelesen. Ich freue mich darauf. Ich finde, es klingt mega spannend, es klingt lustig, unterhaltsam. Auch einmal eine Gruppe Männer zu erleben, die Liebesromane liest und daraus irgendwas fürs Leben mitnimmt. Ich finde das grandios und freue mich da echt drauf. Ich finde es eine mega Idee und irgendwie fragt man sich, warum ist da noch vorher keiner drauf gekommen. Aber ich bin total gespannt, was Lyssa K. Adams daraus macht und freue mich wirklich sehr auf diese Reihe und auf den Auftakt von dieser. Und es klingt für mich einfach richtig, richtig toll. Ja, nun endlich mal kein Liebesroman, sondern ein Sachbuch und zwar die 1%-Methode. Minimale Veränderung, maximale Wirkung, mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen, mit Micro-Habits zum Erfolg von James Clear. Ein Buch, von dem die liebe Jackie Felgood mir schon vorgeschwärmt hat. Sie hat das im Englischen, ich glaube, gehört. Und hat da auch auf Instagram immer mal so ein bisschen was darüber berichtet, welche kleine Gewohnheiten man irgendwie ändert und die eben eine ganz große Wirkung haben. Und seitdem ist dieses Buch, ich glaube bestimmt, das war im November, Herbst, Winter letzten Jahres, steht das irgendwie auf meiner Wunschliste. Und dann habe ich gesehen, im April kommt es dann auch im Deutschen. Und ich finde ja Sachbücher im Englischen lesen immer ein bisschen anstrengender. Deswegen habe ich mich jetzt aufs deutsche Buch sehr gefreut. Und das verspricht das Geheimnis des Erfolgs, die 1%-Methode. Sie liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas besser werden bei dem, was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf Erkenntnisse aus Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen Lebensbereichen. Ganz egal, was Sie erreichen möchten, ob sportliche Höchstleistungen, berufliche Meilensteine oder persönliche Ziele, wie mit dem Rauchen aufzuhören. Mit diesem Buch schaffen Sie es ganz sicher. Die Idee, dass man manchmal nur Kleinigkeiten, also Kleinschrauben drehen muss, damit am Ende etwas ganz Großes dabei herauskommt, ist ja nicht wirklich etwas ganz Neues. Aber ich hoffe, einfach aus diesem Buch so diese Tipps
und ja, Erfahrungswerte zu bekommen, wie das dann auch wirklich gelingen kann, dass man eine kleine Schraube dreht, die dann aber nach einer gewissen Zeit eine große Schraube sozusagen verändert hat. Und ja, ich bin mega gespannt und freue mich da wirklich sehr drauf und ja, freue mich auf dieses Sachbuch. Und es ist zum Glück auch mal kein Liebesroman. Es ist tatsächlich ein bisschen, ja, Liebesromanlastig bis jetzt gewesen. Aber das ändert sich mit dem nächsten Buch. Das ist der neue Thriller von Romy Hausmann. Und zwar Martha schläft. Erscheint am 24. April. Und Romy Hausmann hat ja im letzten Jahr mit Liebeskind, ich glaube, so als Debüt-Thriller-Autorin alles irgendwie abgeräumt, was man irgendwie kann. Sie war in aller Munde, Liebeskind wurde so gehypt, davon so geschwärmt, war auch für mich ein absolutes Jahreshighlight, habe ich mir ja auch, obwohl ich es gehört habe, dann als echtes Buch ins Regal gestellt, weil ich das wirklich mega fand und ich freue mich sehr auf Martha schläft. Im Interview mit Annika Bühnemann hat sie auch gesagt, dass sie ja gerade am dritten Buch arbeitet, worauf ich mich sehr freue. Bin aber jetzt natürlich gespannt, ob das zweite Buch ja das im Grunde halten kann, was uns das erste irgendwie versprochen hat. Hab dich! Und jetzt spielen wir spielen Gericht. Es ist Jahre her, dass man Nadja für ein grausames Verbrechen verurteilt hat. Nach ihrer Haftentlassung wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ein normales Leben zu führen. Doch dann geschieht ein Mord. Und der soll ungeschehen gemacht werden. Ein abgelegenes Haus wird zum Schauplatz eines bizarren Spiels. Denn Nadjas Vergangenheit macht sie zum perfekten Opfer. Und zur perfekten Mörderin. Ein tief unter die Haut gehender Psychothriller über Schuld, Vergeltung und die Frage, ob ein Täter je wieder frei sein kann. Oh, und ich habe direkt Gänsehaut, weil diese Vorstellung, dass wir hier eben ja, eine Verurteilte haben, eine Täterin, die wirklich etwas getan hat, die herauskommt und uns ja so diesen Blick auf die Welt im Grunde zeigt und die dann aber selbst zum Opfer wird. Das finde ich sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass es mir vielleicht eine Spur zu viel ist. Aber ich möchte mich auf jeden Fall darauf einlassen. Also es ist, ich glaube einfach, dass Romy Hausmann eine grandiose Geschichte schreiben kann, dass sie uns diese Perspektive perfekt erzählen kann, weil sie das ja auch in Liebeskind mit verschiedensten Wendungen unglaublich gut gemacht hat. Und ich, ja, ich bin mega gespannt. Also ich bin auch sehr gehypt auf dieses Buch, freue mich auf, ja, im Grunde Ende April. Und ich glaube, ich habe, müsste dann das Wochenende sein, wo mein Urlaub anfängt. Ja, da habe ich auf jeden Fall Zeit, um einen Thriller zu lesen oder zu hören. Je nachdem, wie er gesprochen wird. Ich fand ja, Liebeskind auch gesprochen wirklich großartig. Drei Perspektiven, drei Stimmen, ganz, ganz toll. Also man hat natürlich jetzt so eine Erwartungshaltung an Romy Hausmann, die entweder total in den Keller gehen kann oder der Hype geht weiter. Das werden wir auf jeden Fall sehen und ich bin mega, mega neugierig. Und so freue ich mich dann auch, das ist das letzte Buch, das ich euch vorstellen möchte, auf den 30. April. Das Buch der gelöschten Wörter, der erste Federstreich von Mary E. Garner. Hier ist schon bekannt, dass der zweite Teil im Juni und der dritte Teil dann im August erscheinen wird, was ich eine sehr schöne, eine sehr schöne Distanz finde, wann die Teile erscheinen, so alle zwei Monate. Das finde ich richtig, richtig cool vom Verlag, dass das so kurz hintereinander erscheint und man nicht ein Dreivierteljahr oder so ähnlich warten muss. Und ja, wir sind hier in London und nichts tut die Londonerin Hope Turner lieber, als sich in die Welten ihrer Lieblingsautorin Jane Austen zu träumen. Denn ihr eigenes Leben ist alles andere als spannend und romantisch. Das ändert sich, als sie eines Tages in einer Buchhandlung einen mysteriösen Fremden kennenlernt, der ihr Unglaubliches offenbart. Es gibt eine Welt der Bücher, in der die Romanfiguren ein Eigenleben führen. Doch sie ist in Gefahr und nur Hope kann sie retten. Und ja, das ist jetzt indirekt nichts Neues, weil man ja sehr oft Bücher hat, wo Charaktere in die Buchwelt hineingeraten. Es klingt auch so ein bisschen wie die unendliche Geschichte für Erwachsene. Gibt ja auch ein Buch zum Beispiel von Jackie Fellgood, wo man mitten in die Zeilen hineinhuscht und sieht, was passiert zwischen diesen Geschichten, während man eben umblättert sozusagen und was passiert mit Charakteren, wenn man den Buchdeckel schließt. Ist ja eine Frage, die wir Leser uns immer wieder gefühlt stellen. Und ja, dieses Buch greift es ja scheinbar so ein bisschen auf und geht in eine Richtung, die ich aber sehr spannend finde. Ich mag den Klappentext, ich mag auch das Cover dazu super gerne und ich glaube, dass das wirklich eine Geschichte sein kann, die mich mitnimmt, mitreißt und auch, ja, vielleicht auch innovativ erzählt ist. Und ja, das Buch der gelöschten Wörter klingt spannend, erscheint Ende April und ich freue mich drauf
und bin sehr, sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Und ja, das waren sie jetzt auch schon. Meine spannenden Neuerscheinungen für den April. Ein bisschen liebesromanlastig, zumindest zu Beginn des Monats, aber gegen Ende hin, das hat sich dann ein bisschen ausgeglichen zum Glück. Ja, was hat euch angesprochen? Ist eins der Bücher, das ich euch vorgestellt habe, auch für euch spannend? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auch auf welche Bücher ihr euch im April freut, denn so manches dieser Tipps oder ja, Buchempfehlungen sind dann auch schon immer mal auf meiner Wunschliste gelandet, was ja ganz gemein und böse ist. Aber warum sollte nur ich euch anfixen und nicht andersrum? Das ja, ist natürlich immer ein Dialog und ein Miteinander und das ist natürlich gerade auch das Schöne an diesen Formaten und an dem Austausch über die Kommentare. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.